So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dying Light The Following. Und ja, das Bild ist ziemlich hässlich, es tut mir sehr leid. Also, wir stehen noch vor der Entscheidung. L1, ein Opfer, ist der einzige Ausweg? Verdammt, okay, ich bin ganz Ohr. Oder R1, ich will nichts mit dieser Scheiße zu tun haben, überlasse mir einfach die Ampullen und lass mich gehen. Es ist verdammt schwierig. Aber irgendwie R1, ich will nichts mit dieser Scheiße zu tun haben, überlass mir einfach die Ampullen und lass mich gehen. Ich wähle das. Bist du verrückt? Ich will nichts damit zu tun haben und werde erst recht nicht deinen Gott der Sonne spielen. Gib mir einfach die Fiolen und lass mich gehen. Vielleicht wirst du es verstehen, wenn du es mit meinen Augen siehst. Du kleiner Narziss. Setz dich mit dem Gott der Sonne gleich. Ich werde dir zeigen, wer du wirklich bist. Nein, verdammt! Du verdammtes Monster! Ich kann zwar nicht mehr menschlich sein, doch ich bin voller Liebe für die Menschen. Eine Liebe, der du mich widersetzt. Und du weißt sicherlich, dass abgewiesene Liebe in Wut umschlägt. Wut, die auf dich gerichtet ist, Kyle Crane. Du wirst büßen für all die Leben, die ich hier Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich glaube, das ist der Final Kampf. Renn, renn, renn. Jetzt wird's ernst. Ich kann damit nichts zu tun haben. Ich will damit nichts zu tun haben. Die Dämpfe sind stark hier, nicht wahr? Ja, leider. Wo bist du? Ich muss irgendwo hoch. Sie durchdringen die Haut, die Knochen, das Gehirn. Kann ich hier raus? Ich kann deine Gedanken hören, Kyle. Deine Furcht. Wo bist du? Ich werde dich holen kommen. Dann komm her. Und oh shit! Oh Gott, ist das krass. Scheiße, 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 es sind mehrere. Ich brauche offene Fläche. Das hier ist gut, das ist gut, das ist gut. Damit kann ich was anfangen. Stimmt, 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 stimmt. Scheiße, 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 scheiße. Das hier kannst du nicht überleben. Oh Gott. Ich will runter. Es ist viel zu creepy. Ich habe gerade Gänsehaut. Diese Scheiße. Diese Scheiße. Leckt mich. Leckt mich. Ich muss wieder irgendwo hoch. Das hier hat gut funktioniert. Das hat super funktioniert. Und rüber. Und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sind das viele. Hoch, hoch, hoch mit dir. Hoch mit deinem Arsch. Holy shit. Come on, come on, come on. Das nimmt. Das ist zu viel, das ist zu viel. Das ist so fucking zu viel. Okay. Wir gehen rüber, wir gehen rüber. Nein! Ich will nicht einer von euch werden. Ihr seid hässlich. Ihr seid schlecht. Was ist los? Es geschieht. Was geschieht mit mir? Ich will das, aber nicht. Ich will nicht so sein. Lass mich gehen. Lasst mich gehen! Lasst mich gehen! Lass mich gehen!
verdammt nochmal. Das kann nicht das Ende sein. Nicht so. Nicht so. Nicht auf diese Art und Weise. Verzieh dich, verzieh dich. Wie schaffe ich das? Ich bin gerade total überfordert. Es ist zu viel. Ich brauche Lebenspunkte. Wie komme ich an Lebenspunkte? Ich kann mich nicht verbinden. Irgendwie mache ich irgendetwas falsch. Also, kann ich ins Menü? Ich habe keinen. Okay, scheiße. Das ist nicht gut. Das ist gut, das ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt bin ich tot. Das ist gerade brutal schwierig. Ich verstehe es noch nicht. Das Schwierigste ist, dass ich mich nicht heilen kann. Was? Kein Licht mehr. Ausweichen und meine Lebenspunkte regenerieren sich. Jetzt mache ich dich alle. Shit. Was war das jetzt? Und weg. Oh, das ist zu viel des Guten. Ich schlag dich zu Ei. Nehmen wir. Oh, nein. Komm her, dann mach ich dich alle. Immer schön ausweichen, schlagen und ausweichen. So funktioniert das Spiel. Oh Gott. Jetzt ausweichen, viel ausweichen. Gesundheit, 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 Gesundheit. Komm, 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 komm. Wieder hoch. Nein, hoch, 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 hoch. Wir müssen hoch. Na. Ja, probier mir nachzukommen. Genau so. Es ist ein Boxkampf. Komm her. Ja. Nochmal. Nochmal, ich werde nicht so wie du. Nein, ich werde nicht so wie du. Ich werde nicht so wie du. Niemals. Trau dich nochmal hoch. Ich steck dich wieder runter. Nein. Ja? Und wieder runter, links und rechts. Ja, probier's nochmal. Komm. Nein, shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt machen wir das fertig hier. Wir beenden es. Wir beenden es. So. Das ist ein Gift. Du wirst sie alle töten. Nicht.
Zuerst bringe ich dich um, du Miststück. Und rette meine Freunde, während du in der Hölle schmorst. Getötet. Das ist ein Gift. Es ist kein Gift, es ist ein Heilmittel. Lena? Lena, ich komme zurück mit der Medizin. Wir werden allen helfen können. Sag Hampton, dass er jetzt alle Zeit der Welt hat. Nein. Sag ihm, dass wir eine neue Spur haben. Eine bessere Spur. Wo bin ich? Okay, dieses Ende ist zu viel. Dieses fucking Ende ist zu viel, sorry. Oh. Ich stehe so nicht auf Horror. Ich mag es, Zombie zu töten, aber das gerade, ich stehe so nicht auf Horror. Kann ich nicht haben. Ganz ehrlich, ich habe gerade Gänsehaut. Ich hatte mehrfach Gänsehaut und ich bin so viel erschrocken, dass... Wow. Und an dieser Stelle weiß ich auch, warum das Spiel ab 18 ist. An dieser Stelle weiß ich jetzt, warum das verdammte Spiel ab 18 ist. Das am Anfang ist ja nicht ganz so brutal. Also da Zombies metzeln und so geht ja noch. Aber das hier, das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Okay. Ich mach so in der Infokarte. Finden wir noch die andere Entscheidung. Wenn wir da alle infizieren. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich L1 gedrückt hätte. Ich bin aber sehr gespannt. Aus diesem Grund blende ich das in der Infokarte noch ein. Das wäre dann sozusagen Dying Light Folge 34. The Other Ending sozusagen, das andere Ende. Die andere Option, die wir noch zur Auswahl hätten. Damit man das natürlich auch noch sieht. Ja. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel hat mir im Großen und Ganzen mega gut gefallen. Außer das Ende gerade, ich bin noch ein bisschen... Boah, so ein Unwohlsein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber so ein Unwohlsein. Ich bin nicht zufrieden mit dem Ende, weil es ist kein Happy End. Ich kann mit dem gerade nicht so abschließen, das ist gerade nicht gut. Aber ansonsten finde ich es ein sehr, sehr gelungenes DLC. Ich fand Dying Light als Hauptspiel schon verdammt gut. Jetzt das Ganze mit dem Auto und dem Buggy und dem Rumdüsen hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich finde, es ist genau die richtige Menge DLC. Ist genau die richtige Menge DLC und für den Preis kann man nichts sagen. Das darf man an dieser Stelle auch durchaus mal sagen. Ist angemessen, ist ein umfangreiches DLC und ziemlich cool gemacht. Und ein herzliches, kaltes, schauriges Dankeschön an all die da mitgewirkt haben an dem Spiel. Es ist sehr, sehr gelungen und sehr, sehr gut geworden und definitiv ab 18. Oh, ich bin gerade immer noch ein bisschen perplex. Ist perplex das richtige Wort? Geschockt? Ein bisschen allem.
Jedes Gefühl, das irgendwie ein bisschen negativ und Unwohlsein hervorruft, habe ich gerade in mir und fühle ich. Wow. Tja, für alle, die es eben noch interessiert, das Hauptspiel habe ich natürlich auch gespielt. Das ist auch sonst in der Beschreibung, glaube ich, sogar verlinkt. Ansonsten im Outro natürlich, das dann noch folgen wird. Momentan kann ich dazu einfach sagen, ich habe mich als Let's Player entwickelt. Ich habe mich mega entwickelt als Let's Player. Viel freier, das Sprechen, das ist viel freier und viel flüssiger. Und die Witze, die kommen hier und da mal. Das ist alles ein bisschen Übungssache natürlich. Man gewöhnt sich daran, so wie man an alles, was im Leben passiert, sich gewöhnt, auch an die Let's Plays. Und wenn man die erste Folge, beziehungsweise die Hauptstory jetzt, also Dying Light als Vollversionsspiel, von mir schaut, dann merkt man auch, dass ich noch ein bisschen unbeholfen bin, was das Sprechen betrifft, was das Reden betrifft, irgendetwas zu sagen, vielleicht auch Witze zu machen, über etwas mal zu lachen oder über sich selbst auch zu lachen. Man macht ja viele blöde Dinge auch im Spiel, so wie ich. Ich bin ja der beste Autofahrer natürlich hier. Da darf man auch Witze über sich selbst machen. Das ist mir halt im Hauptspiel noch nicht so gelungen. Und vielleicht für all die Leute, die das Hauptspiel dann durchschauen und dann das DLC, wird man die Entwicklung sehen, die ich als Let's Player durchgemacht habe. So ein krasser Unterschied halt, weil das Hauptspiel habe ich ziemlich früh Let's Played und das DLC jetzt natürlich dementsprechend viel später, weil sie haben eine Zeit gebraucht, das zu entwickeln, es rauszubringen. Und in dieser Zeit habe ich auch viele andere Dinge gelet's played und mich weiterentwickelt. Eben, wie schon gesagt, vom Sprechen, vom Reden, von der Art und Weise, wie ich auch bin. Weil die Community, die formt mich ja auch indirekt. Das ist etwas, das vielleicht viele Leute gar nicht verstehen, aber die Community von einem Let's Player formt den Let's Player mit, indem sie gewisse Dinge in die Kommentare schreibt. Positive Feedbacks, negative Feedbacks oder Verbesserungsfeedbacks. Also negative Feedbacks meine ich damit, wenn irgendeiner Beleidigungen schreibt, kann man da nichts Gutes daraus gewinnen. Aber wenn jemand Kritik schreibt, die zwar negativ klingt, aber zum Verbesserungspotenzial beiträgt vom Let's Player, dann entwickle ich mich ja dadurch. Eben gerade durch die Community, also durch euch, durch dich, der mir jetzt gerade hier zuhört, wie ich am Labern bin. Tja, was kann ich eigentlich noch zum Spiel sagen? Ah ja, genau. Gewisse Abschnitte, muss ich ehrlich sagen, sind viel zu brutal. Also das Ende hier, das hat mich ziemlich geschockt. Ich habe es schon am Anfang gesagt von dem Abspann hier. Ich mag Horrorspiele nicht, so nicht. Und das hier war jetzt ganz, ganz, ganz nah dran. Wenn nicht sogar schon horrormäßig, definitiv. Doch, definitiv. Und das mit den Kleinkindern. Das ist auch etwas, das ist so hart an der Grenze. Ich weiß nicht. Aber ansonsten sehr gelungen. Wie schon gesagt. Und ich sehe gerade, das ist das Ende von Dying Light. Wenn ihr noch das andere Ende sehen wollt, das es gibt von Dying Light, dann klickt auf die Infokarte, weil ich werde mir das jetzt auch noch antun, das andere Ende zu spielen. Oh Mann. Warum mache ich das bloß? Ach ja, genau. Weil es mir Spaß macht. Es ist doch noch nicht das Ende. Mann, dieser Abspann. Da muss ich ja noch weiterreden. Über was kann ich denn noch was erzählen? Ja, ich könnte ja noch Werbung machen für all meine anderen Let's Plays, aber die kennen die meisten ja schon. Die gucken ja mehrere Dinge bilateral. Tja, mal hoffen, wie weit ich es schaffe als Let's Player. Ach genau, doch, warum nicht? Für alle, die jetzt komplett das gesamte Let's Play geguckt haben und hier sogar noch im Abspann mir zuhören, was ich hier am Schwallen bin, schreibt doch mal ein Feedback. Schreibt mir mal, was war gut am ganzen Let's Play, was hättet ihr gerne noch gesehen, was hättet ihr verbessert, was fandet ihr nicht gut. Ein bisschen mehr direkt der Story nachspielen, also einfach nur straight Story, um das Spiel durchzuspielen. Oder war es gut, so Story und dann Nebenmission, Story, Nebenmission, immer so ein bisschen gemixt. Dann mal ein paar Rennen gemacht. War das überhaupt angebracht oder war es irgendwie langweilig? Ist für mich schwierig zu sagen. Ich spiele halt so, wie ich es gut finde. Ich passe mich aber gerne an.
weil mir macht es nicht so viel aus, wenn ich jetzt die eine oder andere Nebenmission jetzt halt einfach nicht mache und mich ein bisschen mehr der Hauptstory widme oder hauptsächlich der Hauptstory widme oder eben halt die Rennen nicht mache. Obwohl ich das Fahrzeug ja eigentlich noch gerne komplett upgegradet hätte. Nun ja. Oh, jetzt fällt mir eigentlich ein, ich habe die Kraftstufe gar noch nicht maximal, Überlebensstufe, Wendigkeit gar nicht maximal. Ging jetzt doch viel flotter, als ich dachte mit Dying Light. Ziemlich viel flotter, als ich dachte mit Dying Light. Sapalut. Nun gut. Ach ja. Ich habe eine Idee, was ich anspreche. Ich wollte davon eigentlich mal separat ein Video machen. Vielleicht spreche ich das dann immer mal im Abspann an. Wie kann ich meinen YouTuber, meinen Lieblings-YouTuber groß unterstützen? Nun, wenn ihr bei jedem Video, das euch gefällt, auch wirklich ein Like da lässt, also wenn man einen Like da lasst, das unterstützt den YouTuber sehr. Und wenn man einen Comment da lässt, das unterstützt den YouTuber auch. Warum? Nun, eigentlich ganz simpel. YouTube sieht das Video, es hat 200 Aufrufe beispielsweise und es hat 200 Likes und es hat 200 Kommentare. Das heißt, die 200 Leute, die es geguckt haben, haben das gut gefunden und haben noch kommentiert. Das heißt, das Video muss gut sein. Das müssen wir weiter verbreiten. Und dann hat es eine höhere Einstufung und wird den anderen Leuten, die mich beispielsweise nicht kennen oder den YouTuber, den ihr gerne mögt, nicht kennen, wird das Video denen vorgeschlagen. Das heißt, es hat auf YouTube, sage ich mal, eine höhere Qualität und wird so höher verbreitet, besser verbreitet. Indem nur, dass ihr das Video guckt, vollständig, und ein Like da lasst und kommt. Aus diesem Grund fordern die meisten Let's Player und YouTuber euch ja auch immer auf, lasst ein Like da unten kommt. Weil im Ranking-System, ich nenne es jetzt mal so, von YouTube, wird man dann höher eingestuft. Und das Video ist dann besser eingestuft und bedeutet also, mehr Leute können es sehen und mehr Leute werden von dem Video erreicht. Bedeutet mehr Abonnenten, bedeutet mehr Likes, bedeutet mehr Aufrufe, bedeutet mehr Comments, bedeutet noch eine höhere Einstufung. So funktioniert es eigentlich. Ich für meinen Teil habe es aber nicht, ich finde es nicht so geil, wenn ich dann am Anfang vom Let's Play schon sage, ja, lass dann noch ein Like da, wenn das Video cool war. Ich möchte eigentlich das Video einfach spielen, ich möchte einfach Let's Playen, ich möchte einfach Witze machen, ich möchte einfach mitten im Spiel sein. Ich möchte einfach das Spiel leben und nicht immer noch Rücksicht nehmen auf wie wird das Video jetzt eingestuft. Wie wird es eingestuft, wenn ich sage, ja, lass ein Like da, schreibt einen Comment und so. Das Ganze wie absichtlich zu manipulieren. Das mache ich halt nicht so gerne. Und da kommt eben dann diese Like-Geilheit ins Spiel. Und die ist bei den YouTubern schon begründet. Ich kann es verstehen, ich hätte es auch gerne, wenn meine Videos in einer höheren Stufe laufen, wenn sie höher eingestuft werden und viel mehr Leute erreicht werden durch die Videos, durch die Let's Plays von mir. Allgemein die Videos, eigentlich alles, was ich mache, wo ich damit dann Geld verdiene. Und wo ich dann davon vielleicht sogar leben könnte. Wenn es genug Leute erreicht. Und wenn genug Leute sagen, hey, das ist ein cooler Let's Player, den will ich gucken. Tja, viele gehen dann halt auf die Schiene. Immer sagen, Like da lassen, am besten dreimal im Video, dass die Leute sicher nicht vergessen. Ja, da möchte ich mich eigentlich nicht einreihen. Let's Plays sind für mich wie, wenn jemand ein Buch schreibt. Oder einen Film schreibt. Erstellt oder ein Game erstellt. Das ist meine Art und Weise, ein Spiel zu spielen, meine Art und Weise, das mit euch zu teilen. Und da möchte ich nicht in dem Spiel dann immer wieder sagen, lasst ein Like da. Nicht immer wieder Werbung machen müssen, damit man berühmt wird, damit man groß wird. Diesen Zwang möchte ich einfach nicht haben. Und teilweise habe ich die Befürchtung, dass ich da vielleicht gar nicht drum herum komme. Es ist gerade sehr persönlich, aber die Angst, dass ich das nicht schaffe, nicht da um das herumkomme, dass ich das auch machen muss, dass ich mich einreihen muss zwischen all den Let's Playern, die sagen, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar, damit auch ich groß werde. Dieser Zwang, dass ich das muss. Ich finde, wenn ein Video gut ist, dann sollten die Leute das selber entscheiden, ob sie es liken wollen oder nicht. Die meisten vergessen es natürlich, das ist klar. Ist bei mir nicht anders. Aber es sollte nicht immer gesagt werden. Auch wenn ein YouTuber gut ist,
und man möchte ihn finanziell mit einer Spende unterstützen, das muss man doch nicht immer wieder sagen. Wenn die Leute das möchten, dann können sie selber auf die Idee kommen. Tja, YouTuber, Let's Player. Ist ein Traum für viele. Ist ein Traum für viele, dass sie davon leben können und selbstständig sind. Und ich sage es bewusst hier am Ende, am Abspann, weil die meisten werden etwa bei 10 Minuten von dem Video schon ausgemacht haben, in dem Moment, wo der Abspann dann kommt und sie eigentlich nichts mehr sehen, sondern halt nur noch mich hören und im Prinzip den Leuten Respekt zollen könnten, die hier das Spiel entwickelt haben. All die Namen kann man sich ja nicht merken und es bringt nichts, wenn man es guckt, ist klar. Ich habe es aber extra so gesagt. Sondern die Personen, die sich die Zeit noch nehmen, mich so zu hören, hier im Abspann noch zu sprechen über das Thema YouTube, Likes, Comments, dass ich diese kleine Anzahl Personen erreiche. Und das ist eine kleine Anzahl Personen, die mich mögen, meine Stimme mögen, und dem zuhören, was ich sage. Oder Leute, die was anderes machen und das Video nicht ausgemacht haben und aus diesem Grund das Ganze noch hören. Tja. Ich sehe gerade, wir sind immer noch nicht am Ende. Aber das ist gut. Ich wollte zuunterst noch was sagen. Für alle Leute, die bis hierhin einfach meinem Geschwafel noch zuhören, ein fettes, großes Dankeschön von mir. Ich werde zwar nie das Gesicht sehen von euch, ich werde nie das Schmunzeln sehen, weil ich jetzt Dankeschön sage und ihr mir noch zuhört, aus welchem Grund auch immer. Aber Dankeschön. Dankeschön, dass ihr euch wahrscheinlich jetzt den Vorsatz gefasst habt. Ich lasse immer ein Like da für ihn. Und ich lasse immer einen Comment da für ihn. Mit den Comments müsst ihr das nicht ganz so streng sehen, wenn ihr euch den Entschluss gefasst habt. Jedes dritte Mal, jedes vierte Mal, jedes zehnte Mal reicht mir schon. Aber so ein Like ist schnell gemacht. Da würde ich mich natürlich riesig freuen. Ich hasse das Ende von den Spielen, ganz ehrlich. Themawechsel gerade. Ich hasse das Ende von den Spielen, weil ich habe jetzt 10 Minuten noch Gameplay gezeigt, habe noch mich voll ins Spiel gelebt und dann kommt etwa 30 Minuten Abspann. Oder 20 Minuten Abspann, sagen wir 20 Minuten Abspann. Und ich muss noch die richtigen Worte finden vom ganzen Spiel. Aber wir können das Ganze sonst noch ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe angefangen mit The Following total unbeholfen, weil ich habe Dying Light nicht nochmal gespielt. Auch die Steuerung hatte ich nicht intus. Ich habe alles direkt während dem Spielen wieder gelernt. Das große Problem ist dann, wenn man dann abwechselt zwischen anderen Spielen, dann weiß ich nicht mehr, wo ich springen muss. Aus diesem Grund verklicke ich mich dann häufig. Bei Far Cry Primal habe ich das sehr häufig. Dann werfe ich diesen Fleischköder, obwohl ich eigentlich springen will. Und eine Stelle ist mir gerade noch geblieben. Ich bin einmal vor einem Bären geflüchtet und wollte eigentlich über einen Holzbalken springen. Hab aber den falschen Knopf geklickt und bin dann in den Tod gestürzt. Tja, das wird mir vermutlich immer und immer und immer und immer wieder passieren, aber man sollte das Beste daraus machen. Indem dass ich hier in Dying Light The Following ganz am Ende darüber lachen kann, was da in Far Cry Primal passiert ist. Ein herrliches Spiel übrigens. Für alle, die das Spiel noch nicht geguckt haben, schaut mal in der Playlist nach. Ich labere schon viel zu viel. Ich verrede mich gerade die ganze Zeit. Schaut euch das Spiel mal an, ist wirklich eine Empfehlung. Ich finde es sehr, sehr gut. So. Und ich glaube, das hier nimmt kein Ende mehr. Mit dem ganzen Abspann. Ich frage mich manchmal, wie andere Let's Player das machen, ob die da im ganzen Abspann... Ich sag's ja, viel zu viel geredet. Ob die im ganzen Abspann reden oder nicht. Ich habe schon ein paar Let's Player gehört, die den ganzen Abspann gequatscht haben. Aber ich glaube, es gibt nicht viele, die das machen. Macht ja auch nicht viel Sinn eigentlich. Ist ja nur ein Abspann. Nun, ich verabschiede mich jetzt schon, weil das ist endlos scheinbar. Ich lasse es natürlich noch fertig laufen, das gehört sich so. Von wegen Respekt an die Entwickler. In diesem Sinne
Vielen Dank für das Let's Play, dass ihr mit dabei wart, mit mir das Let's Play gelebt habt, durchgelebt habt, meine Art und Weise mögt, wie ich das Let's Play, mein Geschrei mögt, wenn ich mich erschrecke, mein Geschrei mögt, wenn ich mich freue und irgendwo runterrutsche oder durchdüse mit vollem Tempo und Gas und was weiß ich allem. Ich finde das mega cool, dass es Leute gibt, die sich für die Let's Plays interessieren. Ich hätte mir das vor Jahren noch nicht zu träumen gewagt. Dass ich mal Let's Player bin und Leute mich wirklich mögen und die Art und Weise, wie ich das Let's Playe, also rund um Let's Plays, hätte ich ganz ehrlich nicht für möglich gehalten. Aus diesem Grund ein großes Dankeschön. Die meisten werden es nicht mehr hören, aber für alle, die noch hier sind, die mir jetzt noch zuhören, ich danke euch und wir sehen uns in einem weiteren Let's Play von mir. Was auch alles noch kommen mag. Ich freue mich drauf und hoffe, ihr seid mit dabei. Vielen Dank, bis dann.